habe, dass sogar ja, die Naht sich gelöst hat. Siehst du das? Ne, das wird nichts mehr. Wo ist denn der Kfz-Fuzzi? Versteckt er sich wieder mal? Oh! Da ist er ja. Hast du gar nicht bemerkt, hä? Ich hab dich beobachtet. Warum sagst du nichts? Hier, ich hab Kaffee für dich gemacht. Oh, danke schön. Bitte schön, zieh ich dir einen Galter. Wie geht's dir? Ich war gerade Blut abnehmen. Zeig mal. Warum das denn? Kein Schnitt mehr. Wie sagt man das so schön? Benzin, Blut. Weißt du, was wir heute machen? Was denn? Ich habe heute vor, zu verzinken. Damals in meiner Azubi-Zeit haben wir das gemacht. Keine Ahnung, ob wir das so hinkriegen. Es ist ja auch nur eine kleine Stelle. Hat der Serkanabel ein neues Blech reingemacht. Okay, und das muss man? Mhm. Oberflächlichen Rostansatz. Die werden wir machen, das heißt wegschleifen. Da habe ich so einen Rostumwandler geholt. Das müssen wir auch noch machen. Ein paar Löcher vielleicht schweißen. Und das war's. Aber wir haben keinen Sprit. Also müssen wir erstmal Sprit reinmachen. Wie geht's dir? Ja, alles gut. Heute ist schönes Wetter. Die Sonne scheint. Ja, wir haben 30 Grad. Der Junge muss richtig arbeiten hier, ne? Ja, ich ja. Ja, genau. Anstatt in der Sonne zu sitzen. Das ist der Tornado. Also er hat ganz, ganz komische Geräusche gemacht. Ja, wir haben einen Motorschaden oder Sprit ist leer. Ich habe da echt nicht mehr geschaut. Echt? Was für Geräusche? So. Ja, so, als hätte er keinen Sprit mehr. Deswegen war ich heute ganz kurz... Benzin holen. Nicht Benzin. Blut abnehmen. Blut abnehmen. Ja, ja. Ja, klar. Okay. Stimmt ja. Lass mich auch mal schnüffeln. Oh. Oh. Okay, Batterie können wir bei mir nicht abzapfen. Mehr Klopfsignale empfangen hat und so den Notlauf reingeschickt hat. Okay. Ich hoffe mal. Ich weiß nicht, kann sein, dass mein Blut nicht so gut war. Aber der läuft da schon besser. Ja, schon viel gesünder. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Ah, die brauchen Leimöl. Soll ich es holen? Ja, das wäre super. Dann kann ich schon mal alles vorbereiten. Okay. Wo ist eigentlich mein Kaffee? Versprichst mir den Kaffee und gibst mir den nicht mal. Dankeschön. Ich will dich ja nicht von der Arbeit abhalten. Genau. Und alles schon vorbereitet? Alles schon vorbereitet. Brauche ich auch eine Schutzbrille? Wozu brauchst du eine Schutzbrille? Ja, ich stehe hier so. Vielleicht kriege ich ja irgendeinen Spritzer direkt ins Auge so. Ja, musst du aufpassen. Ich muss das jetzt hier aufmachen. Hier drunter ist ja Spachtel noch. Das muss alles weg, alles blank geschliffen werden. Ach, fangen wir mit 14. Muss man das machen? Natürlich. Tieferlegung, Verschleißteile, ja. Gelenke. Das wollten wir erst fertig machen. Und bis dahin soll das ja nicht rosten. Guck mal, hier, du siehst das ja. Der war ja 1-2 Tage draußen, weil das ja blank ist. Guck mal, wie schnell Rost drauf ansetzt. Ne? Okay. Das heißt, wenn wir das jetzt nicht behandeln oder nicht verzinnen, kann das Ganze irgendwann nach einem Jahr, 2 Jahren angefangen zu rosten. Okay. Aha. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Ja, guckst du. Keine Sorge, ich habe 1-2 Videos gesehen.
Hier sieht man noch, wo er gemacht hat, aber hier sieht man gar nichts mehr. Also hier sieht man diese Verbindungsstelle, ne? Ja. Und hier, Hammer. Sieht man gar nichts. Krass. Also der Typ hat das so hier, so perfekt gemacht, Zettel, aber das, du siehst da gar nichts. Ich weiß ja gar nicht, wo ich dafür zinnen soll. Aber hier muss ich noch ein bisschen machen, Vorsicht. Ich glaube auch, dass du da machen musst, ne? Ein bisschen wahrscheinlich. Das Problem, Spachtel war so tief drinne, dass ich das so weit runter geflext habe, dass sogar ja, die Naht sich gelöst hat. Siehst du das? Nee, ist ja nicht schlimm. Ich kann das jetzt einmal zuschweißen. Eine super Idee mit Dings, ne? Boah, das Auto fast abgefackelt. Du auch? Du wärst auch fast abgefackelt. Ja. Oh. Ja, weil ich auf einmal Panik hatte, ich musste aufstehen und das Ding hier ist ja da vorne. Oh, die Kratzige, ne? Wir haben Spachtel drauf gemacht. Das war eine schlechte Idee von mir. Serkan hat das Ganze ja auch nochmal geschliffen gehabt, ne? Und das war ja schon ein bisschen dünn. Und dann hat er Spachtel drauf gemacht und dann habe ich das Ganze ja nochmal schön geschliffen. Und dann habe ich das so dünn gemacht, dass ich das gar nicht schweißen konnte. Jetzt werde ich das bisschen nochmal schleifen und dann schauen. Kann sein, dass ich nochmal eine Schicht drauf mache. So, dass wir eigentlich mit Verzinken anfangen können, ne? Hier noch mal eine richtig fette Schicht rein und jetzt verzinkt. Dann können wir das Ganze noch mal ausgleichen. Was ist das jetzt, was du da drauf machst? Ja, so Verzinkungspaste. Wir müssen erstmal das auftragen, weil sonst haftet der Zinn nicht. Das heißt, wenn du den Zinn jetzt einfach so drauf machen würdest, warm machen und drauf machen würdest, wird der wieder abgehen. Und dann müssen wir das Ganze einmal heiß machen. Silber, ne? Also ist so mehr silbergrau. Genau. Wenn wir das jetzt heiß machen, müsste das jetzt eine andere Farbe bekommen. Der müsste so, ich sag mal so, richtig glänzend sein. Ganz richtig und dann schnell wegmachen. Und genau hier drauf können wir jetzt arbeiten. Und das werden wir auch dann.
So. Ist, können wir das Ganze bearbeiten und danach schön spachteln. Ne, das wird nichts mehr, dachte ich. Könnten wir wegschleifen, Alter. Okay, fertig. Ja, wie man gemerkt hat, ist es jetzt hinten sehr schwer. Ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt habe. Ihr könnt ihr gerne kommentieren. Ich habe es gefühlt seit 20 Jahren nicht gemacht. Obwohl ich 21 bin. Ja, was sagst du denn, Eidosch? Also so zeig jetzt mal die Formel. Arbeit hier. Das muss ja noch gespachtelt werden, ne? So ja. Fein. Das sieht doch ganz okay aus, oder? Finde ich auch. Ich finde es auch. Na, hier sieht man nochmal so schön, wie es... Ja, die Feinarbeit kann man ja noch machen, oder? Ja. Ich finde es auch sehr stabil. Ne? Guck mal, hier ist der stabiler als hier. Muss ich mit den Lackierer abklären, wie die das machen, weil wir unser Termin ja verpasst haben. Kriegen bestimmt eins. Nichts mehr verzinnen. Nee. Karosserie ist generell nichts für mich. Das sagst du aber auch immer. Das sage ich immer, aber egal.
Ich bin echt platt, also ich gehe jetzt duschen. Aidosch, danke schön. Ja, gerne. Danke fürs Duschen. Vergiss nicht mal einen Burger. Was für ein Burger? Du hast ja gesagt, ich krieg einen Burger. Was für ein Burger? Und über meine Gage wolltest du reden. Was für eine Gage? Warum bist du denn so? Ja, okay. Du schenkst mir nichts. Krieg ich nicht mal was zu essen jetzt, oder was? Ich hab doch noch Kekse. Hast du da ein, zwei genommen? Nee, die kannst du selber essen. Die schmecken Hammer. Nee. Probier die doch mal. Nein. Ich glaub mir. Was Deftiges. Dann hast du keinen Hunger. Wer Hunger hat, isst alles, Aidosch, okay? Komm, Kekse, komm, Kekse. Nein. Komm, Kekse. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab's ja tut. Bis dann. Haut rein. Ciao.